Mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video erzähle ich dir etwas darüber, wie der Geigerzähler funktioniert. Genauer gesagt, das Zählrohr. Das Zählrohr, hier habe ich so einen schematischen Aufbau, den habe ich aus Wikipedia entnommen. Und wenn man sich das Ganze anguckt, das Zählrohr besteht aus so einem, das ist hier blau, Metallzylinder. In diesem Metallzylinder steckt ein Draht, meistens aus Wolfram. Und der Metallzylinder und dieser Wolframdraht sind mit einer Spannungsquelle verbunden. Und zwar derart, dass du erinnerst dich vielleicht an das Symbol der Batterie. Das kurze war Minus, das lange Plus. Das heißt, der Zylinder selber ist negativ geladen und der Draht aus Wolfram ist positiv geladen. Das Ganze wird noch hier vorne, hat es so ein Fensterchen. Das liegt daran, dass man unter, ja, im Prinzip ja auch Alpha- und Beta-Strahlung detektieren oder messen möchte. Und du hast ja gesehen, dass bei Alpha-Strahlung reicht ja schon ein Blatt Papier und ich habe die abgeschirmt, aber ich möchte die ja detektieren. Das heißt, die muss ja hier reinkommen. Daher habe ich hier ein dünnes Blättchen, das ist meistens Glimmer und das hat halt die Eigenschaft, dass Alpha-Strahlung und Beta-Strahlung natürlich auch hier hineintreten können. Gleichzeitig muss es auch relativ stabil sein, weil im Innern dieses Zylinders befindet sich meistens ein Edelgas und dieses Edelgas hat einen geringeren Druck im Vergleich zu außen und daher muss das entsprechend stabil sein. So, was passiert, wenn jetzt hier, was weiß ich, mal Alpha, Beta oder wie auch immer hier ankommt, dann landet es erstmal in dieser Kammer und schlägt bei den Atomen des Edelgases ein Elektron aus. Dieses Elektron möchte natürlich hier zur Anode, weil die ist positiv, und auf dem Weg dahin schlägt es bei anderen Atomen weitere Elektronen aus, was dazu führt, dass so ein einzelnes radioaktives Teilchen hier drin eine ganze Kaskade von Elektronen auslöst, die hier alle an dieser Anode bzw. diesem Wolframdraht landen. Dem Moment, wo ich hier diese Elektronen habe, passieren zwei Dinge. Erstmal, ich kann hier über den Widerstand eine entsprechende Spannung messen. Damit kann ich zum Beispiel über einen Zähler dieses Ereignis sozusagen zählen. Muss aber dabei bedenken, dass in dem Moment, wo hier diese Kaskade abläuft, ein weiteres Teilchen also nicht mehr detektiert wird. Man nennt das Ganze Totzeit. Das heißt, solange diese Kaskade hier läuft, kann dieses Zählrohr kein weiteres Teilchen erkennen. Dann, wenn hier sozusagen die Elektronen sitzen, die etwas langsameren Ionen dann, also wenn man einem Atom Elektronen wegnimmt, ist es sozusagen positiv geladen, damit ein Ion. Und diese Ionen sammeln sich hier außen. Das Ganze stoppt sozusagen die Kaskade und damit kommt hier diese Kaskade ja, zum Erliegen. Und da man sagt auch Löschen dazu. Und damit ist das Zählrohr sozusagen wieder bereit für das nächste Teilchen oder das nächste Ereignis.
Soweit, so gut.